Oh, das Video von Julian Bam und mir, true. Sind wir eigentlich Freunde? Das gucken wir uns jetzt an, Chat. So, mein Lieber, wir machen heute was richtig Specialiges. Weißt du was? Ich bin darauf gar nicht vorbereitet, doch, ne? Doch, doch. Du gibst mir jetzt die Preise wieder, du Bastard. Nein. Wir haben gerade gleich... Oh, Digga, wie geil! Habe ich auch, ist extrem gut. Herzlich willkommen. Wollt ihr, dass ich mit Julian Bam zusammen einen OnlyFans-Account mache? Warum habe ich das nicht, diese Knarre? Die ist ja mega geil. Geisteskranker Fiebertraum so, hier. Stücke Paprika. Ja. Wir machen nämlich heute... Okay, Chat, OnlyFans kommt. Freundestest. Und der uns verraten wird, ob ihr wirklich Freunde seid. Das hat einfach irgendjemand online reingestellt. Nein, nein, nein. Wir sind beide auch extrem einsam tatsächlich. Uns beiden geht es mental extrem schlecht. Deshalb, ja, meldet euch. Wir haben einen im Team, der ist Psychologe. Ja. Nein. Weißt du, wer? Wer? Thomas. Nein, der ist Psychopath, aber nicht Psychologe. Dem Mann geht's nicht gut. Guck mal, wir haben uns jetzt so viel gestritten in den letzten Jahren. Deswegen ist es eigentlich ganz geil, mal herauszufinden, ob wir überhaupt Freunde sind. Ja, weiß stimmt, ich gar nicht. Das ist ja alles komplett weiß man ja auch gar nicht, ne? Vielleicht ist rein geschäftlich. Privat haben wir zum Beispiel nichts zu tun miteinander. Ja, stimmt. Ja, ne? Ja. Der Verlierer kriegt eine Strafe? Ich weiß nicht, ob es Verlierer gibt in der Freundschaft. Das sehen wir nachher. Schön, das war sehr schön. Das nervt jetzt schon. Guck mal, er ist nicht bereit dafür. Ich öffne mich schon, das ist so wie Paartherapie. Oh, Digga, Stromschlag. Guck mal, das ist eine Spannung zwischen uns. Ja, das ist eine Spannung, ja. Digga, wie oft haben wir uns geküsst, bitte? Hä? Guck mal, hä? Warum war das auch so ein leidenschaftlicher Kuss? Guck mal, der war richtig mit Herz. Der Fototest. Ihr bekommt jetzt beide von mir jeweils ein Foto vom jeweils anderen. Ja. Du kriegst dieses Foto. Oh, Digga, was ist das denn? Okay. Nee, wir kriegen dieses Foto. Also, das ist wirklich wie Paartherapie. Ihr schaut euch die jetzt mal ganz genau an, diese Fotos. Und sagt euch gegenseitig, was euch dazu einfällt. Und die Fotos dürft ihr auch behalten für das Spiel. Okay. Könnt ihr gerne behalten. Danke, toll. Sehr wichtig. Mir kommt zuerst in den Gedanken, dass du sehr freundlich aussiehst. Ja? Mhm. Hast einen sehr fröhlichen, aufgeschlossenen Gesichtsausdruck. Ja, und du siehst ein bisschen aus, Digga, Hugo weint wegen dir. Aber wir haben Zeit bis zu dem Tag, wo ich diese 2000 Subs gemacht habe bei No Food Challenge. Guck mal, der redet wieder nur über Geld, der Ekelhafte. Der redet wieder nur über Geld. Scheiß auf Hugo, wirklich. Der ist so ekelhaft. Wie so eine Rolle von Kaya Jana mit deinem Bart und der Mütze. Das ist sehr viel, muss ich auch so viel sagen? Weiß ich nicht. Also Revi hat ja jetzt eher nur beschrieben, was er sieht. Ja, auch was du ich fühle. Du kannst ja eher sagen, was du da okay, fühlst. Ich sehe auf jeden Fall in diesem Bild so dumm aus. Einen recht traurigen Mensch. Hä? Wo denn? Ich bin doch am Lachen. Ist das nicht voll traurig? Oh, Digga. Sieht das traurig aus? Also meine Menschenkenntnis geht schon so weit, dass ich diese Fröhlichkeit da, dass ich da durchgucke. Digga, ich glaube, der Drew kennt mich halt wirklich sehr gut. Scheiße, Mann. Ich bin einfach mega besoffen. Aber das tut man ja auch, weil man sehr traurig ist. Ach so. Ich sehe Trauer. Sagst du einfach, dass du auf dem Foto besoffen warst? Wo war denn das? Oh, oh. Das war ein Placement-Foto. Nein, das war ich nicht besoffen. Da war ich nüchtern. Es sieht doch ein bisschen so aus, als müsstest du auf Toilette. Revi ist ja Oberfläche, aber okay. Das ist okay. Die Paartherapie. Okay. Ich hab das erstmal so abgespeichert. Mach ich's falsch, ne? Nö, ist schon okay. Ja. Ist schon okay. Ist auch ist normal, dass beim Therapeuten jemand hinter der Kamera steht und da drei Leute die ganze Zeit im Kopf schütteln. Weil da stehen halt die ganze Zeit Leute. Das ist dein Team, das sind nicht Leute. Also ich würde schon sagen, dass du eigentlich so ein bisschen einfühlsamer war und dass wir jetzt bei dir noch so ein bisschen die Liebe aus dir rausholen müssen. Ja, okay, okay. Ich versuche ein bisschen mich zu öffnen auch, ja? Das ist sehr schön. Ja. Auch mal etwas Positives sagen. Nochmal? Nein, das ist jetzt eure Fotos, die dürft ihr behalten. Das sind eure Bilder. Okay. Bitteschön. So. Du wolltest gerade zerreißen, Thomas. Ich wollte es nicht zerreißen. Nein, nein, ich mach dir Flügel. Wir beide. Ganz kurz. Du weißt noch gar nicht, was ganz ich an kurz, positiv. Er hat jetzt Arme. Guck. Digga, dieses Video ist so ein Film. Nee, das finde ich doof. Das verletzt mich. Hallo. Das ist verletzend. Auch so. Merken. Was ist das? Das ist gemein. Ihr müsst euch jetzt gegenseitig immer etwas Positives sagen. Boah, das wird schwierig. Immer abwechselnd, bis euch nichts mehr einfällt. Oder ist das... Ich würde sagen, Revi fängt an. Du bist ein kreativer Mensch. Super. Mhm. Ja, du bist auch ein gut aussehender Mann. Du bist sehr unterhaltsam und lustig. Du bist auch sehr lustig und sehr spontan. In Amsterdam haben wir den Feuerteufel beschworen. Oh, das war krass, ja. Das war ein Bonding-Moment. Wir hatten ein paar Das war ein Bonding-Moment, ja. Wow. Krass. Wir haben viele tolle Sachen zusammen erlebt. Und wir haben den Teufel, den haben wir auch gesehen. Der auf der Tanzfläche. Oh, der war super rot. Und der hat auch einen Namen. Mhm, das dürfen wir über sich sagen. Nicht? Nein. Der findet Piepen den Namen? Dann sag ihn. Deine Mutter. Oh,
Fall, Digga. Oh, Junge, Amsterdam was a fucking movie. Das war krank. Ah, ja, we live. Schon sehr lang. Ich kann das gar nicht jetzt einfach jemand angucken und was Positives sagen. Ist das ein gutes Video? Ich meine, wenn dir nichts einfällt, ist ja... Eigentlich schade, schon, ne? Schade. Das ist schon schade, ja. Ich hab Mitleid gehabt, dass du dein Bein kaputt gemacht hast. Okay, nächste Frage. Okay, das lief ja schon mal nicht so gut. Doch, von meiner Seite aus war gut. Ja, von deiner Seite aus war gut. Ja, ich fand das gut. Ja. Ich hab's gut gesagt. Ich weiß, es kam jetzt nicht so rausgesprudelt. Doch, von mir kam. Klar, ich hätte noch weitermachen können. Dann sag mal eine Sache. Ne? Ich finde zum Beispiel, dass Ju für sein Alter, ne, sehr jung geblieben ist. Mhm. Und man merkt dir das nicht so an. Also es ist sehr schön, dass du auch so spritzig bist. Schön. Oh, scheiße, Mann. Schön, ja. Ja. Das ist toll. Oh. Gefällt mir. Diese Fragen sollte jede Beziehung unter sich klären. Ihr müsst euch da reinversetzen. Okay. Wir fühlen uns rein. Ihr erwischt den hier. Er ist spritzig, Chat. Als anderen im Bett mit der Freundin. Ich sehe Revi jetzt in meinem Bett mit deiner Freundin. Hä? Wer ist das? Ist das Jus Freundin? Hä? Und andersrum. Hä? Bin ich lost? Bella Potsch? 13 Millionen Follower? Was hat Bella Potsch für eine Krankheit? TikTokerin. Oh mein Gott, das kenne ich. Das TikTok kenne ich sogar. Das hier, dieses... Daher kenne ich das. Ja, ich kenne sie. Digga, 61 Millionen Likes? 100 Millionen Follower? Digga, krass. Und Ju ist mit der zusammen. Holy shit. Glückwunsch, Ju. Freundin und andersrum. Wer ist überraschend? Ju hat... was für eine Krankheit hat Bella Potsch, TikTokerin? Boah, es wäre schon... hart. Boah, weiß ich gar nicht. Ich bin gar nicht bereit dafür. Mhm. Ich komme da so rein. Und Ju's Crush mit seinem Playbutton. Guck mal, im Minecraft-Bett. Ich denke mal auch nackt unter der Decke. Mit X auch? Mit die liegen da halt. Nackt. Die liegen. Gucken Netflix. Nackt. Oder die gucken nur Netflix. Ja. Aber nackt. Das ist jetzt auch egal. Die liegen da halt. Okay. Ja, aber wenn die nur da liegen, ist ja was anderes, als wenn die bumsen. Ja, also die sind unterm Bett. Unterm Bett? Unterm Bett. Bettdecke. Ju versteckt sich unterm Bett meiner Freundin. Das ist seltsam. Okay, du hast dann, überlegen, ja. Ich glaube, die Situation ist mir noch nicht also genug beschrieben. Wenn ich jetzt reinkomme, die beiden haben dann wäre das sehr schade. Das fände ich blöd. Aber, und jetzt muss ich sagen, kommt es natürlich auch auf den, also darauf an, ne? Wie lange ist man mit der Person zusammen? Wie sind ja auch vielleicht da die Beziehungsverhältnisse, ne? Aber so oder so, auch wenn ihr im Schlechten auseinander oder zusammen seid oder im Guten, ist ja trotzdem eine weirde Situation. Die Situation bleibt. Macht man nicht. Man f*** nicht die Freundin seines Kollegen. Ja, trotzdem weird. Ja, ich würde jetzt nicht direkt mitmachen. Zu dritt Spaß haben ist für viele ein brisantes Thema. Nee, da würde ich mich schon gekränkt fühlen auch. Ich glaube, ich würde Ju einfach f***en dann. Der dann auch definitiv alles... Nein, Niklas, das ist tatsächlich nicht so, Nikelis, aber du wirst dich da nicht reinversetzen können, denn du, lieber Niklas, hast und hattest noch keine Freundin, aber vielleicht wirst du dann irgendwann in den Genuss dieser ganzen Geschichte kommen. Deine Tweets lassen ja da ordentlich drauf schließen, nicht wahr? Hast recht, das Konzept ist mir gänzlich unbekannt. Niklas, ganz kurz, einmal bitte Kasse 3. Aus zwischen euch beiden? Nein, das glaube ich nicht. Also, ich würde schon vergeben. Ich würde auch... da stehen und würde auch sagen, erstmal schade. Ey, gib dem Niklas Timeout zurück. Nee, das nicht. Ich fände es schade, weird auch, wie du da reinkommst. Okay, durch meine Freundin halt. Ja, ja. Dann würde ich dir wahrscheinlich schreiben. Ja. Irgendwann am nächsten Tag. Mhm. Hey, was soll das? Ja. Was sollte das? Ja. Dann erkläre ich es. Ich sage, hey, war geil. Und dann schreibst du, ja, stimmt. Ist auch meine Freundin. Richtig, ja. Dann würde ich auch wahrscheinlich mit meiner Freundin reden. So. Ja, danke schön. Aber im Ganzen wären wir nicht positiv überrascht. Ja, aber ist das schon mal gut, dass ihr dann nicht direkt getrennt habt? Nein, wir würden schon reden. Wir würden schon miteinander reden, ja. Ich würde beim Rausgehen noch einen Preis mitnehmen für ein Video. Ja, mein Bett ist ja nicht da vor den Preisen. Schläfst du nicht mit den Preisen in einem Bett? Nee. Ich habe einen, mit dem schlafe ich. Einen Preis habe ich. Von mir, ja. Hier von Nickelodeon, dieses Ding, dieses Luftschiff. Wenn man sich da nackt drauf... Egal, wenn ich jetzt... Was habe ich da gesagt? Mit deinem Vater was hätte? Ich würde auch sagen, schade. Aber alles Gute euch. Alles Gute euch, ja. Okay, schön. Cool. Diese Runde lief eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Musst du therapeutisch. Das ist wirklich therapeutisch. Digga, Thomas hat keinerlei therapeutische Vorerfahrung. Der Mann ist ein körperliches und seelisches Wrack, klar. Ich wollte genau das Gegenteil sagen, aber ja, du sagst. Hättest du jemals gedacht, nach diesen ganzen Dings, dass wir jetzt hier sitzen und Paartherapie haben? Therapie so machen? Nee, eigentlich nicht. Können das alle machen? Ja, man kann mich buchen dafür. Ja. Krass. Also die werden ja speziell den Personen Leuten zugeschnitten, ne? Der hat Biosiegel als Therapeut. Mhm.
Lüge oder Wahrheit. Oh. Jetzt kommt so ein bisschen auf Menschenkenntnis. Ja, besonders klar. Menschenkenntnis, die zwischen euch beiden. Ja. Beide müssen abwechseln, zwei Lügen oder zwei Wahrheiten über sich selber erzählen. Mhm. Und der andere muss erraten, ob es jetzt wahr oder falsch ist. Kann ich dir einfach eine Sache erzählen und dann... Wir können auch damit erstmal anfangen. Ja, dann erzähl Ju einfach mal eine Sache, die er dir glauben muss oder nicht. Ich überlege gerade, ich gehe gerade ganz weit in der Zeit zurück, ganz weit. Als du noch in Köln gewohnt hast, in deiner Wohnung, kann ich dir das sagen, ist ja egal, ne? Wohnt da jetzt irgendwer anders drin? Da wohnt auf jeden Fall noch andere YouTuber danach. Ja, so da... Da habe ich gehasst. Ey, wie krass, wie gut war dieses Meme, hä? Chat, check dir! Wohnt da jetzt irgendwer anders drin? Da wohnt auf jeden Fall noch andere YouTuber danach. Ja, so da. Da habe ich es gehasst, in deiner Wohnung zu sein, weil die immer gestunken hat und immer unordentlich war. Okay, das ist eine Lüge oder die Wahrheit? Ich weiß, musst du nur sagen. Also es würde schon Sinn machen, weil da waren ja auch sehr viele Menschen, wie zum Beispiel auch ein Simon Unge ab und zu mal, der dann einfach so reinkam und mich bedroht hat mit einem Plastikmesser. Aber... Das stimmt halt wirklich, ich habe es auch durch. Es war auch immer sehr voll dort, ja. Aber ich überlege gerade, wie viele Menschen oder wie oft warst du denn in dieser Wohnung? Sehr oft. Warum? Ich war mit Sascha ein paar Mal da und so. Es ging um die Fragestellung, ob Gruppens... durchgeführt wird. Ich hatte mein Bett ja, wurde. Da auch drin. Ja. Das heißt, gearbeitet und Bett. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da gestunken hat. Aber würdest du das sagen oder so empfinden? Ich würde sagen, dass es eine Lüge ist. Das ist richtig. Es war zwar unordentlich, aber ich stand da voll drüber. Weil du gerade erzählt hattest, den Dämon, den wir ja beschworen hatten. Ich war da zu der Zeit noch mit ihm eigentlich connected. Ja. Und es gab ja noch Mediakraft zu der Zeit. Ja. Der Dämon. Wollten Zero Army, danke schön. Ja. Dann hatte der Typ, dieser Dämon, der da war und auch bei Mediakraft gearbeitet hat, ich weiß gar nicht, ob ich schon zu viel gesagt habe, aber... Jeder weiß, wer es ist. Hat ein Angebot gemacht, wo ich heute sagen würde, wenn ich das veröffentliche, dann würde der gecancelt werden. Weil es einfach ekelhaft war. Ja. Ich glaube, es ist die Wahrheit. Das ist echt, könnte echt die Wahrheit sein, ne? Aber es ist ja eine Lüge gewesen. Aber das könnte schon sehr gut sein, ne? Das könnte halt schon sein, ne? Also wir lernen, du hast irgendwie mehr Bindung zu Rewe, du kannst besser lesen. Hä? Was ist das für eine Interpretation? So, ist doch so. Du, Digga, Hugo. Ja. Ach, Hugo. Ist einfach ein besserer Lügner. Ihr müsst euch lesen. Das war so schön. Guck mal, was er mit meinem Gesicht macht. Ja, wieso? Ich hab dir... Was für bessere Bindung, Digga. Der macht mich kaputt. Ich hab dir die Fähigkeit zu fliegen gegeben. Guck mal, du kannst fliegen jetzt. Diggi, ich kann nichts. Ich liege auf dem Boden. Ich liege im Dreck einfach. Weißt du, wie viele Menschen hier auf dem Sofa saßen? Psychologe ist komplett scheiße. Die allseits beliebte One-Word-Challenge. Ich gebe euch jetzt den Teil eines Satzes vor und ihr müsst den zusammen zu einer Geschichte formen. Mhm. Jeder darf immer nur abwechselnd ein Wort sagen. Na klar. Dann fang du mal an. So begann unsere Freundschaft. Damals hatte Simon viele Freunde, aber... Was ist denn für aber? Hatte viele Freunde, aber... Zum Beispiel aber keine. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich da anknüpfe. Nee, du musst da jetzt ein Wort sagen, aber... Oh. Aber wusste nicht, dass Rewi und Dena... Nein, falsch! Achso. Ja. Ju, sag Ju. Ju. Sich noch nicht kennen. Also... Und jetzt. Also stach... Na klar. Simon. Hey Luis, was geht bei dir, Bruderherz? Mit eine Packung Mistgabeln. Es ist wirklich so passiert, Chad, im YouTube-Haus 2013, das war's. Zu. Und tötete. Nee, sind zwei Wörter. Achso, und? Und verletzte. Dabei. Sich. Und. Dena. Das ist wirklich so passiert, Chad. Dann kam Ju und Revi lachend, weil Cheng auch zitterte vor Schmerzen und Trauer. Er verpackte Penisse. Verpackte Penisse. Punkt. Das war's. Ja. So, es stimmt, es ist genauso passiert. Kennengelernt. Das ist cool. Ja. So begann unsere Freundschaft. Damals hatte Simon viele Freunde, aber wusste nicht, dass Revi und Ju sich noch nicht kennen, also stach Simon mit einer Packung Mistgabeln zu und verletzte dabei sich und Dena, dann kam Ju und Revi lachend, weil Cheng auch zitterte vor Schmerzen und Trauer, er verpackte Pilze. Poesie. Wunderschön. Gut miteinander. Ich finde auch gut, ja. Ne? Aber ganz kurz fliegen lassen. Jeden Flug der besser, danke. Achtung.
Ja, guck mal, ich falle einfach nur, ich falle. Ja, ich halte dich ja, ich bin ja für dich da. Nee, du schreib das auf, schreib das auf. Näher ertragen. Ihr müsst euch jetzt eine Minute lang anstarren, mit Nase an Nase. Der riecht voll nach Ei aus dem Mund. Kannst du noch so ein Minzding nehmen, kurz? Das muss uns kotzen, ich hasse Ei. Ihr müsst da durch, egal wie man stinkt. Können wir das dazwischen haben? Wenn das für euch wichtig ist, dass ihr euch nicht richtig berührt, dann kannst du einen Timer machen. Was ist das? Digga, so Kottlob. Nein, das ist ja von alles. Leute, und ja, danach bitte. Unterhaltet ihr euch bitte drüber, was das mit euch gemacht hat. Digga, also wirklich, ich wäre im Video sehr gerne high gewesen oder besoffen. Dan hat den Timer. Das ist ja kein Starke drauf. Doch, mach doch. Du siehst aus wie Trimax. Ich kann Revi danach nie wieder dissen, ne? Nase an Nase. Und go. 60 Sekunden. Anstarren. Digga, es ist mir so ein Ei. Das ist so schlimm. Ich hasse den Geruch von Eiern, Digga. Ich hab nur den Mund. Das ist das Kotze. Man sieht auch gar nichts, weil du viel zu nah. Kannst du irgendwas erkennen? Nee. Ich sehe einfach alles verschwommen. Das ist so weit. Das war einer der schönsten und gleichzeitig verwirrendsten Momente in meinem Leben, sexuell gesehen. Es hat was mit mir gemacht, auf jeden Fall. Ich muss kotzen. Boah, deine Nase ist so ölig. Ich war bei Kosmetik. Was, du? Ja, und du? Stimmt, wir haben einfach die gleiche Frisur. Guck mal, what the fuck? Soll ich die auch mal kratzen? Ich will auch, dass ihr euch besser fühlt, deswegen werdet ihr aneinander gebunden. Könnte Fanfiction sein. Das ist kein normaler... Digga, es gibt keine Fanfictions mehr in 2023. Ist auch gut so, das war nur krank. Psychologe hier, oder? Nee. Doch. So. Aua, das ist ja richtig fest. Au, au, das bricht mein Handgelenk. Hattest du schon mehrere Dates, die so verlaufen sind? Eigentlich alle. 5, 4, 3, 2, 1. Unterhaltet euch. Es war wunderschön. Es war ein bisschen zu nah, also mir hat da die Nähe gefehlt, aufgrund der Nähe. Lass uns mal richtig zusammendrücken. Ja, was hast du gefühlt? Ja, es war halt wirklich... sehr intensiv, ne? Das war sehr, sehr intensiv. Er hat sogar Tränen im Auge, guck sehr mal. Intensiv. Er hat sogar Tränen im Auge, Chat. Er hat geweint. Warum nicht lösen? Okay, achso, ja, ich hätte gern diese Nähe verspürt bei meinen Ex-Freundinnen, tatsächlich. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Das hat mir einfach gefehlt. Ich finde, das ist eine coole Sache, die man echt mal machen kann, bei einem First Date, so. Ja, einfach sich mal anstarren auch, ne? Genau, anstarren. Hast du geweint? Ich habe ein bisschen geweint, ja. Du hast Tränen in den Augen, ne? Das ist immer so, ja. Wenn ich lache. Ja, also abgesehen von dem Eigeruch, der aus deinem Mund kam, fand ich das sehr schön. Ah, ja. Und ich glaube, das hat uns nochmal auf ein anderes Level gebracht, freundschaftlich. Ich glaube auch. Ich meine, wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich mache nochmal so ein Diss an Revi, dann erinnert man sich an den Moment und denkt sich so... Irgendwie nicht. Nee, fühle ich jetzt nicht mehr. Ja, ja. Frieden. Ich habe gerade geguckt, ob es eine Trimax und Rumatra Fanfiction gibt. Leider nicht. Schön, finde ich gut. Also ja. Das hat wirklich was gebracht gerade. Man hat auch gemerkt, am Anfang, ihr habt euch sehr gesträubt, aber mit der Zeit wurdet ihr... Man lässt sich dann auch irgendwann fallen. Ja. 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 Man konnte sich wirklich fallen lassen, im Gesicht vom anderen. Und da wären wir direkt beim nächsten Thema. Fallen lassen. Diese Challenge kann ich nicht machen mit dem Auffangen, das geht nicht. Geht das nicht? Das ist... Okay, dann machen wir das aber wenigstens, dass du Ju fangen musst. Aber kann er ja auch nicht. Ich kann ja nicht stehen ohne Krücken. Oder wir machen so, wir gucken, wie lange du stehen kannst ohne Krücken. Und du trittst mir aber die ganze Zeit gegen das Bein. Eine glückliche Beziehung ist nämlich leider kein Selbstläufer. Ja. Nee, da muss man für arbeiten, da muss man auch ein paar Tritte kassieren. Ist dann sag mal, würdet ihr denn... Kann jemand mal bitte eine Let's Hugo und Revi Fanfiction schreiben, kurz, bitte? Das wäre ganz geil. Let's Hugo, Revi, Fanfiction, Halsmaul, gibt's nicht, oder? Von Stimmen, Sex und Stegi. Oh nein. Dem anderen vertrauen bei der Sache, oder würdet ihr sagen, nee? Ich sag ehrlich, ja. Ich safe auch, ja. Weil sonst kann ich die behalten? Die schenke ich dir. Mach mich damit selber einen Heizkörper. Ja, Vertrauenstest, den konnten wir ja leider nicht machen. Aber wenn man mich so anguckt, ich bin ein extrem attraktiver Mann tatsächlich, das ist Wahnsinn. Ja, er wäre aufgegangen. Das ist wirklich Wahnsinn, Chat. Genau, aber zum Glück gibt es noch Punkt 9, und zwar den Vertrauenstest extrem. Zweimal fallen lassen. Und zwar, Revi wird eine Insta-Story mit Jus Handy aufnehmen und Ju bei Revi. Und dann gucken wir mal, was da veröffentlicht wurde. Okay. Na komm, hier. Ich geb's dir. Ja, du kannst direkt. Okay. Ist okay, wenn ich ein Placement mache, ne? So dreist, Ding. Ich sehe schon mal bei beiden kein hämisches Grinsen. Obwohl, jetzt sehe ich's. Nee, ich muss über deinen Satz lachen. Okay, ich bin bereit. Ja, denk mal, das ist es. Ich hab ein bisschen Sorge. Ju schreibt, glaube ich, einen riesigen Text.
Ich habe später angefangen. Nee, ich habe auch so ein bisschen das Thema des Videos wieder aufgegriffen. Ach so, ja. Ah, okay, cool. Ich auch. Ja, Digga, also was machst du da? Wen taggst du da jetzt alles wahrscheinlich? Nicht streiten, ich Leute. Ich tagg niemanden bis jetzt. Ich muss dann, darf man wieder löschen, wenn scheiße? Guck mal, meine Story war voll süß und voll nett und er hat so getrollt wieder. Ist ja, ne? Wie nein? Digga, wenn der jetzt da irgendwas Schlimmes schreibt und irgendwie... Dann hat er natürlich den Vertrauenstest verloren. Macht man ja, nicht. Ja, toll, und nicht mein Instagram-Account. Du kannst dann den gerne löschen, wenn er... Schlimm ist. Aber eigentlich hoffe ich, dass beide diese Story behalten. Alter Ju. Okay, ich bin gleich fertig. Einen Satz noch. Und du sagst, dass dieser Instagram-Ding ja schlimmer ist, als das mit dem Hinfallen, weil unser Leben nicht so viel wert ist für unser Instagram-Account. Ja. Ja, okay, gut. Mann, Junge, es reicht doch jetzt. Guck mal das hier weg. Ja, der gibt sich Mühe. Oh, Mann, ich habe nur was ganz Kleines geschrieben. Weg. Ey, der ist schon seit 5 Minuten am Schreiben. Okay, dann posten wir jetzt. 3, 2, 1. Wir haben so viele Leute geschrieben, wo ich wirklich meinen Kanal verkaufe. Das war so dumm. Wow, dann schaut euch mal an, was ihr so gemacht habt. Revi hat bei mir gepostet, Friends forever, Besties. Ich bin richtig froh, dass Revi heute nochmal hier ist. Wir sind seit Jahren schon Freunde und ich bin happy, dass wir uns kennen. Ist sweet. Oh, ist sweet. Ist sehr, sehr schön. Digga, und du hast geschrieben, hey Freunde, ihr wisst ja, was mit meinen Beinen los ist. Meniskus riss dies, das, deswegen bin ich auch momentan etwas ruhiger. Die Zeit ist mir aber auch wichtig geworden, zu be honest, weil ich gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist nicht YouTube. Das wird viele von euch schocken. So ein Dreckiger, wirklich. Aber ich würde meinen Hauptkanal gerne so ein verkaufen. Dreckiger. Verkaufen klingt jetzt krass, aber irgendwie sehe ich da schon einen gewissen Wert, weil da auch viel Arbeit drin steckt. To be honest, sehr safe. Ich weiß nicht so viel, wie du den Bam ein bisschen halt. Ich würde ein bisschen schauen, wer am meisten bietet. Oh, Digga, das ist schade. Wir haben wirklich Leute 20.000 Euro für den Kanal geboten, wo ich denke, das ist ja wohl ein Witz. Das ist viel zu viel. Für einen Fünfer könnt ihr den haben, what the fuck. Das ist schade, aber auch lustig. Muss ich zugeben. Ey, du darfst nichts mehr posten. Du darfst nichts mehr posten. Also ich finde schon, eigentlich ist Ju's Story gar nicht so schlimm gewesen. Ich auch nicht. Das ist Paprika. Hey, wo hast du das her? Bist du oder nicht? Nee. Was ist das für ein Video? Das war ganz schlimm, aber auch irgendwie schön. Wie verarscht mich doch? Ihr müsst doch irgendwo noch eine Kamera sein. Was ist das hier? Bruder, was drehen wir? Ey, liebe Paartherapie. Die Maltherapie. Ihr müsst jeweils eine Karikatur des anderen malen. Easy, kann nicht. Ja, jeder bekommt eine Schreibunterlage, bitteschön. Auf. Es ist an alles gedacht. Drum. Oh, na. Me like one of your French boys. Ich hab noch nie French Boy gemalt. Schau mich mal wieder an. Ja, Digga. Das ist eine sehr kleine Oberlippe, ne? Ja, das ist die letzte Draw-Musik. Das ist eine sehr kleine Oberlippe, ne? Kann das sein? Könnt ihr einfach jeder hier sein? Das ist so eine Phantomzeit. Wir haben diesen Mann gesehen. Ja, heute, gestern, 13 Mal. Scheiße, ist nicht vermalt. Kannst du malen? Ich musste aufpassen, dass meine Zeichnung nicht racist ist. Das ist das Ding, ich wollte nicht so, so scheiße malen. Bin fertig. Ging ja auch darum, schnell fertig zu sein, oder? Dann zeig mal, was ihr gemalt habt. Deshalb, ich wollte keine so kleinen Augen malen, versteht ihr? Ja, dann erklär mal. Ich weiß ja auch nicht. Das ist ja voll racist. Nein, warum? Genau deshalb habe ich es nämlich nicht gemacht. Ja, so hier ist dein Vape. Achso, ich dachte, das ist irgendwie so eine rauchende Ginflasche. Nee, das ist hier dein Bart. Mhm. Und dann habe ich dir so ein Giga-Chat-Kin gemacht. Geil, auf 6 Finger, Digga. Und du zeigst ja immer den Mittelfinger, wenn du irgendwo bist. Ja. Okay. Und ich habe dich irgendwie zu fett gemalt. Ja, nee, so fühle ich mich gerade schon. Was ist dieser Kreis hier? Das ist deine Kapuze von dem Hoodie. Ah, okay. Oh, wer ist er denn, Digga? Also ich dachte erstmal so, ne, du hast dann schon dieses schmale, ne, aber schon kräftige männliche Gesicht. Und Digga, diese Nase ist so eine Unverschämtheit, wirklich, das macht man nicht. Du bist auch so ein bisschen gezeichnet vom Leben, deswegen habe ich hier so ein paar Falten hab ich rein. Du bist Nase einfach Throwback in 2011. We don't talk about that. Falten, ja? Bisschen. Ja? Ich habe den Augen trotzdem auch so ein bisschen traurig gelassen, ne, deswegen sind die so ein bisschen angeschrägt, ne. Der Bart ist auch hier, dann hast du auch so ein bisschen Nasenhaar, weil die habe ich auch gerade entdeckt bei dir. Dein Körper, rasieren, ja. An sich, dein Körper recht klein, was aber nicht viel bedeutet, weil ich habe dir sogar noch ein Cape gemalt, weil für mich bist du wie ein Superheld. Und ja, deine recht spitze, starke, ausgeprägte Nase. Ja. Kindstruktur. Ja, dein Bart halt, ne? Ja. Ich werde irgendwann auch eine Nasen-OP machen, Chat. Es geht nicht anders. Irgendwann Türkei, yalla, gib ihm. Die Nase ist bei mir so ein Ding. Ich bin genervt worden dadurch. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin genervt worden. Sonst wäre ich facemäßig zu OP. Das geht nicht. Es muss immer irgendwas nicht stimmen so. Deshalb, ja Mann, irgendwann wird das gemacht. Mach dir Michael Jackson-Nase. Ich werde es hier abmachen. Du hast deine Arme verschränkt, weil ich sehe dich immer, dass du deine Arme verschränkt hast. Das machst du ja bei jedem Influencer. Aber ich glaube, beide haben gewonnen.
Frauen, oder? Ja, es war schön. Beide. Schön, sehr, sehr schön. Komm, nächstes. Nächstes. Unangenehme Situation. Ihr müsst euch jetzt abwechselnd jeweils zwei Dinge sagen, und zwar zwei Eigenschaften, die ihr am anderen nicht mögt. Ja, kann ich. Geht mit okay. dabei in einen Dialog. Okay, na komm, gib's mir. Achso, ich bin dran. Ja, du fängst ja an, komm. Ich mag an dir nicht, dass du unsere Videos damals immer hochgeladen hast. Wie, eure Videos immer hochgeladen? Dass wir damals gestreamt haben. Die Nase ist perfekt zum Koksen. Hast du einfach unsere TikToks hochgeladen? Hä, was meinst du? Guck mal, du weißt es nicht mal. Nee. Wir haben am Telefon gesprochen, dass du aufhören sollst damit. Hab ich das gemacht? Mhm. War es cool oder nicht? Nee, es war mega stressig. Weil ich immer zu früh hochgeladen habe. Nee, wir konnten nicht mit dir streamen, weil du die ersten Videos einfach, die wir dann mit dir gemacht haben, einfach selber hochgeladen hast. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann lass uns beide das machen. Wir bereiten das vor, dafür, dass du die andere Hälfte hochladen. Ja. Aber lass zusammen hochladen. Dann meinst du, ja, say no more, und hast vor uns hochgeladen. Oh, ja, war ein Versehen. Und dann waren wir wieder am Telefon. Echt jetzt? Ja. Ja, ich habe Druck gehabt, ne? Ja, haben wir gemerkt. Ja. Ja. Nee, war dumm, okay. Ich mag es nicht an dir, dass du so viel arbeitest und davon krank und alt und hässlich wirst. Darf ich auch was dazu sagen? Ich mag nicht, dass du mir immer sagst, ich selber so viel mache. Und du selber so viel arbeitest. Und ich auch mag's nicht, dass du so viel arbeitest, ich dir das sage. Und du mir das auch sagst, aber selber immer noch so viel Arbeit ist. Nee, ich sag dir ja nicht. Doch, sagst du auch. Ich sag nicht so oft. So ja, aber arbeiten. Manchmal schon. Okay. Ich mag's nicht, dass du in Deutschland vermehrt Steuern hinterzogen hast. Da hab noch ich nicht. Disclaimer habe ich nicht. Es ist doch wahr und ihr werdet auch irgendwann noch sehen, dass er dafür in den Knast kommt. Ja, mich stört es, dass du bei so etwas sehr ernsthaften so Format jetzt sowas sage. Ja. Sowas sag. Mich stört es, dass du jetzt auf die persönliche Ebene gehst. Mich stört es, dass du nicht auf die persönliche Ebene gehst. Mich stört es tatsächlich, dass wir ja Dinge nicht mehr machen können. Wir können zum Beispiel nicht mehr Fangen spielen oder sowas. Wie? Weil ich nicht laufen kann? Ja. Ich find's schade. Was finde ich schade? Ich find's schade, dass du immer noch meinen Preis hast. Ich find's schade, dass du meine Pokémon-Karte noch hast. Ach so, ja. Stimmt. Unter irgendeinem Teppich. Ja, ich find's halt schade. Was ich sehr ja schade finde, so, als euer Therapeut ist, dass ihr eigentlich nur zwei Eigenschaften nennen solltet, aber ihr gar nicht aufgehört habt. Ich finde schade, dass du so haarfarbemäßig mich kopierst. Das war ich zuerst. Ich finde schade, dass du mehr als zwei Eigenschaften genannt hast. Ich finde schade, dass du immer noch nicht aufhörst. Ich finde schade, dass der Therapeut hoffentlich nicht zu teuer ist. Ich fand's schade, dass wir uns auf deiner Party nur einmal gesehen haben. Stimmt, da war ich voll. Beim Geburtstag? Ja. Ich finde es schade, dass ich dazu betrunken war und es gar nicht weiß. Ich finde es schade, dass ich nicht so betrunken war. Und es auch weiß. Schön. Digga, wirklich, wir sind wie so ein altes Ehepaar. Ist geil, viel, ne? Geil. Boah, ja, ist auch das viel. Hat auch wieder was gemacht mit einem. Ist gerade viel auch für mich, ja. Hat was gemacht. Aber das ist ja gut. Wir wollen ja auch, dass etwas mit euch passiert. Viel gerade, ja. Man muss sich in einer guten Beziehung auch mal einig werden. Ihr bekommt jetzt hier verschiedene Begriffe und ihr müsst euch jetzt einig werden, welche Wörter ihr untereinander verteilt. Wir fangen an, wir haben das Wort eitel. Genau, ihr müsst das unter euch aufteilen. Da sind wir beide. Ich glaube, wir sind beide sehr, sehr eitel. Ja, ja, true. Aber du mehr. Ist das so? Ja. Mach immer nur so mit meinen Haaren. Also durch meine Kamera gucke, die ich in deiner Wohnung drin habe, dann sieht das nicht so aus. Ich gucke mich unglaublich gerne im Spiegel an, ne? Ich bin wirklich ein Dreckiger, ehrlich. Auch gern nackt. Ist so. Kann ich offen sagen. Stehe ich dann da, guck mich an, geil. Boah, schwierig. Ja, dann nehme ich das an. Okay. Unfokussiert auf jeden Fall. Revi auf jeden Fall. Leichtsinnig. Ja, das wäre auch eher ich, glaube ich. Revi auf jeden Fall. Guck mal, was ich halt immer mache. Dekadent. Revi auf jeden Fall. Hallo? Nein, nein, also dekadent ist, glaube ich, keiner von uns wirklich. Wahrscheinlich ich aber mehr als True. Boah, würde ich keinem von uns eigentlich zuschreiben, nee, das ne? Was ist dekadenter? Also eine Villa zu haben und darin zu wohnen halt, ne? Ich wohne ja nicht hier. Keine Villa zu haben und Wohnungen für die Allgemeinheit zu vermieten, damit auch die Wohnungen haben. Ja, ich helfe den Leuten, Drew nicht. Ich tue ja was für die Leute. Tage später stellt Helmut Cäsar fest, die Wohnung auch hier nur ein Fake. Sein Geld ist weg. Tust du was für die Leute? Ist ja gut für die Menschen, damit die wohnen können. Ist es besser, was ist dekadenter, ne? Du hast einen Pool. Eine Immobilie hat, wo einfach mehrere Leute ein Zuhause haben. Oder ist es dekadenter, wenn man einfach die ganze Zeit damit angibt, wie viele Immobilien man hat? Du hast sehr viele, ich weiß. Ich habe nicht angegeben damit. Das mache ich nie. Wie viele Subs hast du gerade? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wie viele Immobilien hast du gerade? Das war nicht angeben, sondern nur ein starker Konter. Der Therapeut sagt. Der Therapeut hat da eine Meinung entwickelt. Einfach. Der Therapeut ist so biased. Ja, das heißt. Ja, dann gib, komm, scheiß drauf. Höflich? Ja, ich. Ist das so? Aber ich habe schon diese asiatische Höflichkeit. Digga, du hast meine Mutter beleidigt. Findet ihr höflich bei Revi? Also klar, das geht jetzt gerade um uns. Was sagt ihr? Ich bin schon eigentlich ein höflicher Mann, oder?
Ja, dann nimm du. Also, ich habe die schlechtesten Sachen, Jude, die besten Sachen. Das zeigt, wie höflich ich bin. Ich bin sehr höflich, weil ich nicht den anderen beleidigen möchte. Bin ein höflicher, jung, gut erzogener Bursche. Egal, wer es bekommt. Ja, nimm's einfach, ja. Diszipliniert? Sind wir beide halt, ne? Schon, weil nimm wir beide schon diszipliniert. Aber ich nehm clever. Ja, okay, dann nimmst du clever und ich bin geduldig. Irgendwie habe ich eigentlich die schlechtesten Sachen und Drew hat außer Eitelkeit nichts Schlechtes bekommen. Ja, ging gut. Toll. Also ich habe eigentlich alles Schlechte bekommen quasi. Gedacht, so. Ich habe eigentlich kassiert und Drew hat, ja, habe ich mich verarschen lassen, ne? Ich habe halt einfach mehr negative Eigenschaften als du. Ja. Ich habe einfach nur alles Negative bekommen. Aber auch das ist Teil einer Partnerschaft, mal Dinge auf sich zu nehmen. Ich sag, eine Partnerschaft ist wie ein Wagen. Punkt. Ja, es muss rollen. Es ist wie eine Brücke, die man baut. Ja, aus Stein aus oder aus Holz? Aus Brückenstein der Freundschaft. Denn jedes Gespräch ist Freundschaft. Ein Stein. Es war immer schon ein Kindheitstraum, eine eigene Brücke zu besitzen. Lasst mal nostalgisch werden. Ich werde euch jetzt ein Foto geben und ihr redet einfach mal so drauf los. Vielleicht über die Zeit, vielleicht... Alter. Erinnert ihr euch? Alter. Alter. Junge, das ist schon sehr, sehr lange her. Digga, mit Vince haben wir beide keinen Kontakt mehr, ne? Ja. Der uns beide so abgezogen hat. Ja, ja, Vince hat uns wirklich verarscht. Ey, Revi, du schuldest mir noch 700 Euro, Mann. Nein, das stimmt nicht. Also doch, stimmt, aber ja, egal. Vince, ich hab dich zurecht blockiert. Claim, das ist nicht so. Vince macht. Revi hat das einfach so einen krassen Glow-Up, wenn man dann früher denkt. Ich war schon ziemlich hässlicher, ne? Ja, ja. Naja, jetzt ist halt nur noch mein Charakter hässlich. Da kann man nichts dran ändern, ne? Gute Musik mit uns zusammen. Aber wie du aussahst. Ganz anders. Ich meine, du siehst auch jetzt fresher aus. Ja, du siehst echt boring aus, dieser Mensch hier so. Ja, ich sehe einfach austauschbar aus. Und deine Tunnels und dein Skater-Style? Ah, ist schlimm. Sag ich auch ehrlich, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ja, bin ich auch. Ne? Ja, ja. Das war ein bisschen... Wie guck mal, was waren denn unsere Posen? Auch mit dem Mund, beide so... Ja. Wir wollten die Cocks. Warum? Da hat man doch einfach mal gesagt so, ja, wir gehen jetzt mal hin, lass mal ein Instagram-Bild kicken. So einfach mal ein Foto machen. Ja, heute ist echt anders. Heute meidet man das eher, ein Instagram-Foto zu machen. Aber krass, Vince ist, glaube ich, komplett gleich geblieben, oder? Vince ist noch nicht gealtert einfach, ne? Zeitreisen einfach. Wir haben auf jeden Fall ein krasseste Ende. Aber sahst du deutlich hyperaktiver aus. Stimmt, ich sehe damals unfassbar anstrengend aus. Ich sehe damals wirklich aus, als müsste man mir in die Fresse hauen. Wir sind wirklich gezeichnet. Damals am Nordtop hattest du die wilde Frisur. Was war da nochmal für eine Frisur? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay, Digga, da war die Zwiebel, ne? Oh weia, Chat, oh weia. Ja, ja, das waren schlimme Zeiten, ne? Ich würde gerne nochmal so einen Nordtrip machen, sage ich ehrlich. Fände ich so geil. Mit Sturmwaffel, Dena, Izzy. Vielleicht nehmen wir Drew mit Paluten, wenn er Lust hat. Boah, das wäre so geil, nochmal auf alte Zeiten, oder? Nochmal einen Nordtrip machen, Chat? Ich rufe jetzt mal kurz Dena an, wartet mal. Ich rufe mal ganz kurz Felix von der Laden an. Digga, das wäre so wild. Scheiß mal auf Papa Platt und Rätsmann, Digga. Wirklich, die da irgendwo hinfahren. Anfänger. Junge, warte mal, ich rufe mal ganz kurz Dena an. Digga. Ja, Ufu jetzt nicht, aber das, also vielleicht ein Nordtrip. Total das Babyface, ja, ja, true. Den hab ich blockiert, glaube ich. Nee, doch nicht. Aber der wird nicht dran gehen, oder? Geht der dran? Der Junge? Nee, beschäftigt, ne? Wahrscheinlich gerade Balls Deep irgendwo drin. Hallo? Ja. Felix, ich bin gerade im Stream, ne? Mhm. Und wir sind gerade irgendwie über Umwege auf ein Nordtrip-Video von uns gestoßen. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, warum wir das nicht nochmal machen? Ach so. Ja. Ja, du, ich war nochmal am Nordkap ohne dich. Genau, und das ist ja der Fehler. Wir müssen nochmal die alte Truppe, wie so Rentner, die sich nochmal zusammenschließen, zusammentrommeln, Alter. Weißt du, was ich meine? Meinst du so ein, wie heißt das, Edeltrip? Ja, nee, nicht so, weil das ist irgendwie voll langweilig, was die machen, sondern so geil wie früher, weißt du? Ja, okay. Mit Jody? Ja, weiß ich nicht, ob das passt. Ich glaube, also das ist, ja, kann man, ich weiß, also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht nur wir Jungs. Ja, okay. Auf gute alte Zeiten. Auf gute alte Zeiten. Vielleicht nehmen wir noch so einen anderen Oldschooler mit. Julian Bam oder so, ja, weißt du? Ich nehme Bergi mit. Wen? Der muss mal, Bergi, Herr Bergmann. Ja, so. Der muss mal rauskommen. Oder vielleicht machen wir mal einen Southtrip, Alter. Fahr mal nach Südfrankreich, weißt du, was ich meine? Ja, also so ein Euro-Southtrip. Ja, ich bin sofort, mich musst du da gar nicht erst fragen oder überzeugen, zumindest nicht. Ich bin sofort dabei. Wollen wir Let's Hugo auch mitnehmen? Schwierig. Warum? Nee, ich bin super. Ich habe gerade einen Kommentar auf mein YouTube-Video gehabt, wo jemand gesagt hat, richtig ekelhaft, dass sich jetzt jeder an Hugo ranmacht, nur weil er auf einmal erfolgreich ist und früher niemand beim Arsch. Und das ist so geil, weil ich hab schon seit 3 Jahren mit dem Kontakt, das kann mir keiner vorwerfen. Du bist eklig, nicht ich, okay? Ich kann gar nichts dafür. Du hast ihn ins Team geholt und mich auch. Ich kann nichts dafür. Ich habe den zufällig kennengelernt. Aha. Scooter nachts um die Turnhalle gefahren, ich konnte da nichts für. Nee, klar. Also machen wir den Trip, ja? Ja, natürlich. Ich bin mal gespannt, wie ernst du das meinst. Ich kann es mir vorstellen. Wir machen die OG-Truppe und nehmen noch so 2 Leute mit, die wir fürs Leben vorbereiten, verstehst du? Ah, 2 junge Leute, die noch nicht wissen, was auf sie draußen wartet. Genau. Okay, ja, ich stell, wir trommeln die Crew zusammen, ja? So
Genau, genau, genau. Zusammensitzen, ja, wichtig. Okay. Richtig. Gleich kommt die WhatsApp-Gruppe. Ich freue mich drauf. Nice. Super. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Alter Chat. Das wäre so geil, im Sommer nochmal so einen Trip zu machen, ne? Also jetzt mal ehrlich, das wäre wirklich geil, das wäre wirklich, wirklich geil. Wieso nicht Jody? Ey, ich hätte gar keinen Stress damit, Jody mitzunehmen. Das war natürlich eben ein Joke. Also, what the fuck, wir haben ja kein Beef oder so. Safe kann sie mitkommen, gar kein Ding. Hä? Aber das wäre wirklich, wirklich insane. Nicht Hugo, der würde draufgehen. Paluten? Paluten? Ja, Paluten safe auch, natürlich. Paluten werde ich auch fragen. Paluten fragen wir. Birgi fragen wir. Izzy fragen wir. Sturmwaffe, das Event muss Nord Stream 3 heißen. Glaube ich nicht. Let's Hugo ist halt kein OG. Ja, aber Let's Hugo ist halt für Content funny. Wisst ihr, was ich meine? Und wir könnten dem voll viel mit auf den Weg geben. Oder wir scheißen auf Let's Hugo und scheißen auf den Start und machen einfach unser Ding. Aber wir wollen OGs. Ja, dann scheiß auf Hugo, wirklich. Julian Bam. Stellt euch vor, die Truppe. Julian Bam, Paluten, Dena, Sturmwaffel, Izzy, Herr Bergmann, Revi. 7 Jungs mit einer Mission. Europa, Südeuropa, der South Trip, Digga. Wäre das krass. Das wäre so krass. Scheiße, Mann, wäre das heftig. Das wäre so ein kranker Trip, das wäre so geil. Junge, es kommt gerade alles wieder hoch, ne? Jetzt gerade sind wir dabei, Empire aufzunehmen. Kommt am Wochenende die erste Folge. Empire 2. Und dann noch das. Junge, geil. Geil, 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 geil. Vom Leben, wir haben Scheiße gefressen, ja? Ich trage diese Narben unter der Haut, denn jede Narbe ist eine Geschichte. Das stimmt. Das ist ein... So ein Ding von mir. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Krass. Ich Feedback von meinem Team. Auf jeden Fall krasses Foto. Wir haben einfach nur darüber geredet, wie wir aussehen. Es war eine schöne Zeit. War eine coole Zeit, muss man sagen. War richtig Spaß gemacht. Da waren alle wirklich. YouTuber noch Freunde. Mittlerweile ja, ist alle noch schwierig. Geschäftspartner. Ja, danke eklig. Dir. Eklig. Wir machen die letzte... Macht einen Handstand. Hochhalten, Ball hochhalten mit rechts. Ganz random. So. Wer kann mit rechts mehr wegdrücken mit seinem Bein? Hallo. Keiner ja. Macht so mit dir gerade. Das ist voll traurig. Ja, mach doch! Ja, dann hört doch auf! Also, Wünsche an den anderen. Ihr kriegt wieder eure Schreibunterlagen und ihr schreibt jetzt... Sollte das eine Mal kantereit werden? Jeweils, erstmal im Geheimen, 3 Wünsche, die ihr an den anderen habt. Bitte nichts Materielles. Nee, ah, scheiße. Rolex ist... Nicht materiell, oder? Weil wegen Zeit. Ich bin gezeichnet vom Leben! Ich habe einfach eine unfassbar geile Stimme. Hugo redet seit einer Stunde über Geld und Leute wegstriken. Interveniere mal. Okay, hab. Ich rufe dir jetzt gleich nochmal an, Chat. Ich hab gesagt, du sollst zuerst deine große Liebe finden. Oh, das ist voll schön. Du sollst eine Familie gründen. Das ist auch schön, glaube ich. Und dann habe ich geschrieben, ein Porsche, aber nicht im materiellen Sinne, sondern wegen Glück. Ich habe geschrieben, mal eine WhatsApp-Nachricht die Woche fände ich schön von dir. Weil ich denke an unsere Freundschaft nicht einfach nur, weil ich dir wünsche. Ja. Nee, wir sollten uns ja gegenseitig was Gutes wünschen, aber du wünschst dir einfach was von mir. Ja, das schön. War ja der ja. Plan. Mal so einen schönen Ausflug zu dritt. Zu dritt? Ich will gerne Therapeut mitnehmen. Dass er aufhört zu singen. Ja, strong. Super strong. Wir haben es geschafft. Gemeinsam sind wir nicht einsam. So ein schönes Video-Chat. Das war echt geil, sowas nochmal gedreht zu haben. Sag mal bitte Hugo, dass er gleich mal kurz Discord gucken soll. Ein Fazit? Was ist das Fazit? Also, ich muss mich erst mit den anderen Therapeuten... Rotpilz wäre auch OG. True. ...sprechen hier sind das Zuschauern. Und die werden jetzt erstmal auf jeden Fall ein Fazit in die Kommentare ballern. Mein Fazit ist... Der ist gerade aufgegangen. Der ist aufgegangen, hat mich nicht geradet. Digga, der ist so dreckig. Wirklich, der ist so dreckig. Hugo ist einfach dreckig. Warum habe ich den 3 Jahre lang supported, aufgebaut, geholfen? Ekelhaft ist der Let's Hugo. Ekelhafter Mensch. Ich werde alles erzählen. Ich werde sämtliche Dinge über ihn erzählen. Ihr werdet irgendwann noch erfahren, was Let's Hugo für ein Mensch ist. Bah, widerlich, wirklich. Also... Hat man denn gemerkt, dass wir mehr Bindung jetzt haben? Ich glaube schon, wenn man jetzt sieht, wie eure ersten... Ey, soll ich mal Rotpilz anrufen, Chat? Soll ich mal Felix Hardy anrufen? Ich weiß gar nicht, ob ich seine Nummer noch habe. Docs Hugo. Digga. Ich weiß gar nicht, ob seine Nummer noch aktuell ist. Felix Hardy. Digga, Rewils. Einfach vergessen. Yo. Was geht? Ich bin gerade im Stream, Felix. Grüße. Alter, ich habe deine Stimme, glaube ich, jetzt 2 Jahre lang nicht mehr gehört. Ach, 2 Jahre doch nicht. Übertreib mal. Doch, wirklich jetzt. Never. Was geht bei dir? Ja, nicht viel. Was soll ich dir sagen? Was machst du? Ich bin jetzt gerade aktuell mit dem guten Phasen, tatsächlich. Hä, was ist das denn jetzt gerade? Was ist das für... Ist das seid ihr gerade zusammen unterwegs? Nee, wir chillen gerade bei ihm zu Hause. Guten Tag, mein Bester. Hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Kompletter OG-Flashback hier. Was geht ab? Ja, wir hängen bei mir einfach nur und zocken Smash gerade. Okay, eigentlich. Okay, geil. Du streamst gerade? Ja, ich stream gerade irgendwie und wir gucken gerade so Videos an und irgendwie habe ich gerade an dich gedacht, Felix. Ja, das ist doch schön, dass du dich meldest. Und ich dachte so, was geht ab bei dir? Weißt du, was ich meine? Vielleicht können wir es irgendwann nochmal sehen.
ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sehen uns sehr wahrscheinlich sogar nächsten Monat auf der Vernissage von Max. Ja, da bin ich natürlich. Was machst du da? Ja, Max hat mich eingeladen, also ich denke mal, da werden wir uns sehr wahrscheinlich sehen. Alter, sollen wir nochmal ein Video machen? Ja, wenn du eine gute Idee hast, gerne. Ja, keine Ahnung, ich würde dich fingern oder so. Ja, das wäre dann lieber was für den OnlyFans-Account, ne? Ich würde mich so freuen. Digga, Let's Hugo ist gerade bei mir im Chat. Mods, bitte, der ist nicht mal sub weg. Ey, Felix, ich würde mich voll freuen. Ja, ich mich auch. Vielleicht, wir haben gerade über Nordtrip geredet. Vielleicht fährst du einfach mit. Über Nordtrip? Ja, wir machen nochmal einen Southtrip. Oder wir machen mal so eine Rewels Wohnmobiltour. Wir zwei. Hey, ja, why not? Ich habe schon ein bisschen Wohnmobilerfahrung. Echt jetzt? Ja, ich bin einmal letztes Jahr komplett in den Süden von Spanien gefahren. Kroatien habe ich auch schon mitgenommen. Ich kann nicht laufen, ist perfekt. Ja, ist doch gut. Felix, ich schreibe dir gleich bei WhatsApp nochmal, ja? Mach das. Okay, liebe Grüße an Felsen. Ja, und liebe Grüße an Chat, ne? Mach's gut, ciao, ciao. Hau rein. Ey, Hugo, du Dreckiger, Digga, du Dreckiger. Hugo ist todkrank und du bannst ihn. Hugo, du hast die ganze Zeit nur wieder über Geld geredet und über Leute irgendwie striken und ausnehmen. Das Geld verändert dich wirklich, Mann. Let's Hugo. Der ist schon wieder weg, ne? Er ist weg, oder? Ja, er ist wieder weg, Digga. Hat den Bann kassiert? Ja, komm. Schade, Hugo, wirklich schade, wirklich. Also, Hugo, ich finde dein Verhalten in der letzten Zeit nicht in Ordnung. Der hat Papa Platte geradet, ja klar. Natürlich, das ist auch wieder so ein Hugo-Ding. Immer den Größten hinterher. Ich rufe Hugo nicht an. Hugo hat sich zwar eben bei mir entschuldigt, aber er macht genauso weiter. Schade. Ich werde einen Nordtrip machen. Mit Dena, Felix, Sturmwaffe, Izzy. Hugo, wir haben sogar überlegt, dich mitzunehmen, aber ganz ehrlich, du bist nicht mal hier Sub. Ich habe dich seit 3 Jahren, unterstütze ich dich, habe dir damals geholfen, eine Freundin zu finden und so weiter und so fort. Ist schade, ist wirklich schade. Gib ihm noch eine Chance. Nee, Hugo hat sich schlecht verhalten. Die Freundin habe ich nie bekommen. Ja, aber guck mal, du hast nie dich bedankt trotzdem. Ich habe alles getan. Ruf jetzt alle OGs an. Paluten mag es nicht, onstream angerufen zu werden. Das ist aber okay, den frage ich so, Chat. Ich frage Izzy. Chat, ich rufe Izzy an. Hallo Izzy, na? Na? Ich bin gerade im Stream, ne? Ja. Und wie, ja, was ist denn jetzt los? Hä? Ja, ist doch gut, oder? Das ist sehr geil. Also nicht für die Leute, aber ich wahrscheinlich einen Arsch voll Kohle gerade, ne? Bitte? Ich verdiene gerade einen Arsch voll Kohle? Mhm. Na, geht so, ne? War schon mal besser. Izzy, ich habe gerade eben mit Felix gesprochen, mit Dena, ne? Kennst du ja auch, der Junge. Wie bitte? Felix von der Laden aus Köln. Okay. Wohnt im Kranhaus. Ja. Ja. Ja, und zwar wollen wir einen Nordtrip nochmal machen, aber diesmal in den Süden. Südtrip quasi. Ein Southtrip. Nice. Down in the South of Europe, weißt du, was ich meine? Würdest du es fühlen? Oh, weiß ich nicht. Wo wie? Da, ja, so Südfrankreich, Portugal, Spanien und so, weißt du, die Masche. Oder? Nee, nicht jetzt, aber so in so, wenn so das Wetter schön ist, weißt du, so Richtung Sommer. Mal 1-2 Wochen. Ich habe auch mit Rotpilz gesprochen, der wäre auch dabei. Die alte Truppe mal zusammen. Ja, Rotpilz, die alte Truppe, man kennt sie ja, ne? Ja, Moment, aber der war ja auch in unseren Kreisen früher, weißt du, was ich meine? Nicht nur das UFO, sondern auch mal Leute so von damals einfach, weißt du? Du müsstest mir mal durch den Kopf gehen lassen, ne? Ey, jetzt kein Druck auch hier, Izzy. Mach dir da gar keinen Stress, du, ne? Aber wir könnten uns ja zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Wohnmobil oder ein Van zusammen hätten, nebeneinander schlafen, wenn du willst. Oder ineinander, wie du es magst. Klingt schon verlockend dann wieder, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, mach dir mal Gedanken und in 2 Minuten kommt die WhatsApp-Einladung. Alles klar. Super, Izzy, ich freue mich, ne? Tschüsschen. San Francisco. Geil, ey, jetzt Sturmwaffe noch anrufen. Chat, das ist krass, wir, das ist unglaublich. Evive kann nicht, der ist Vater geworden, Chat. Tadel kann auch nicht, der ist Vater geworden. Wir müssen da jetzt auch mal... Freddy geht nicht dran. Hallo? Hallo. Ah, okay, Freddy geht nicht dran. Ey, Chat, das wäre so unglaublich krass. Das wäre so krass. Unge wäre natürlich auch heftig, aber Unge wird niemals Madeira verlassen. Glaubt ihr, Unge würde machen? Standardskill, das macht keinen Sinn. Tomori macht auch keinen Sinn. Papa Plato und Reese, nein, raus. Fumato und X, macht auch keinen Sinn. Wir brauchen die Leute von früher. Allein die Truppe, Felix Hardy, ich, Dena, Izzy wäre schon krass. Freddy vielleicht noch dazu. Junge, so geil. Unge darf nicht mehr nach Deutschland einreisen. Der wird automatisch verhaftet vom Finanzamt. Nur die OGs. Digga, wie wir von dem Video jetzt hingekommen sind. Ich guck so schnell zu Ende. Mann, mein armer Cutter hat sehr viel zu schneiden. Minuten heute abliefen an diesem Tag. Ich meine nur, du hast ihn als erstes ausgesperrt. Und so jetzt liegt er an deinem Knie. Finde ich schon. Ich liege zum ersten Mal auch gut, ja, voll schön. Ich habe auch akzeptiert, dass er nicht gehen kann. Und ich weiß nicht, ich finde das auch okay. Ich wünsche dir den Porsche. Wegen Glück. Bleibt immer euren Freunden Freunde. Es stimmt. Freundschaft ist das, was Freude schafft. Das heißt Freund und Freudschaft. Ich denke mal, wir sind jetzt so zusammengewachsen, dass man auch, glaube ich, nicht jetzt deine Videos noch gucken muss. Wir können ja auch jetzt offen über alles reden, ne? Wir können jetzt offen über alles reden. Kannst du mir 400.000 Euro leihen? 400.000 Euro oder eine Verlinkung in der Videobeschreibung, weil das kostet ungefähr gleich viel. Und du kriegst die Videobeschreibung. Danke. Ich muss allerdings eine Sache sagen, die mich wirklich stört heute. Und zwar bin ich ein bisschen enttäuscht, eigentlich von meinem Chef. Er hat sich zwar fliegen lassen heute. Ich wusste, dass da noch was ist. Aber im Endeffekt liegst du einfach auf dem Boden. Ja, oh, und ich habe ihn hier bei mir und im Schritt. Kannst ja gerne mal präsentieren. Ne? Hast ihn hier eigentlich gut aufbewahrt. Ja, ja. Darüber solltet ihr euch dann vielleicht nach dem Video nochmal unterhalten.
arbeiten. Aber ich finde, so geknickt siehst du vielleicht ein bisschen besser aus. Hoffentlich kommst du bald ins Gefängnis. Gut. Das war eine Top-Abmoderation. Ey, was soll das? Was war das? Hallo, was soll das? Was ist das? Was ist das? Ey, bin ich wirklich verlinkt worden? Geil, ich bin wirklich verlinkt worden. Wie schön. Tolles Video-Chat. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll. Wie toll.